Wer als Familienvater einmal automobiltechnisch sich so ein bisschen ausleben möchte, die Freizeit genutzen möchte und so ein bisschen Abstand vom Familienleben bekommt, der kann doch vielleicht einfach so eine klitzekleine Kanonenkugel sich zulegen. Und die hätte ich heute für euch im Angebot. Damit herzlich willkommen bei Ubi Tested mit mir, dem Ubi, und dem Abarth F595. Den stelle ich euch heute vor und dabei wünsche ich euch jetzt viel Spaß. Den guten Fiat 500, den kennt so ziemlich jeder. Seit 2007 ist das gute Stück quasi unverändert, immer so ein bisschen leicht modellgepflegt auf dem Markt. 2016 kam dann die erweiterte Modellpflege, da hat er dann ein bisschen anderes Gesicht bekommen, vor allem aber andere Rücklichter. Abarth ist dann sozusagen ja, dafür da, um so ein bisschen mehr Spaß und vor allem ein bisschen mehr Lautstärke in das ganze Programm zu bringen und natürlich auch mehr den ja, Italiener in dir zu wecken, der so ein bisschen ja, krawalliger auftreten möchte, ein bisschen sportlicher sein möchte und doch noch eine gewisse Extravaganz walten lässt. Schauen wir uns heute aber mal den Abarth F595 an, ein Sondermodell, welches es als Sondermodell letztes Jahr eingeführt wurde. Dieses Jahr aber schon kein Sondermodell mehr ist, denn er ist offiziell als Sondermodell ausverkauft. Und jetzt ist es eine Ausstattungsoption für alle 595 Modelle und wir schauen uns ihn heute genauer an. Alle 595er mit dem F vorne dran zieren nun blaue Einlagen an Front- und an Außenspiegeln. Die Außenlackierungen lassen sich individuell entsprechend gestalten. Wir haben jetzt hier so ein hellgrau Metallic. Finde ich, das steht dem Fahrzeug ganz gut, zumal wir hier nicht die optionalen mattschwarzen 17 Zoll Leichtmetallräder drauf haben, sondern wir haben jetzt hier mattgraue Leichtmetallräder mit Winterreifen drauf. Der 3,66 Meter lange Italiener hat einen kurzen Radstand von exakt 2 Meter, sehr kurze Front- und Hecküberhänge und eine Besonderheit, die der F595 hier hat und die man optional ordern kann, ist, man lässt die Dachantenne weg. Dann typisch für Abarth-Modelle haben wir an der Seite hier die Abarth-Logos und auch welches Modell wir fahren. Die 595er-Modelle, das sind sozusagen die Einstiegsmodelle, allen gleich ein 1,4 Liter Turbobenziner, der hier in unserem Fall 165 PS leistet und 230 Newtonmeter maximales Drehmoment hat. Damit beschleunigt unsere kleine Kanonenkugel in schlanken 7,3 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100 und eine Höchstgeschwindigkeit liegt bei 218 Stundenkilometer. Also man kann da durchaus auch mal auf der Autobahn ein bisschen aufräumen. Und am Heck, ja, da kommt jetzt etwas Besonderes hier beim F595 zum Tragen. Wir haben hier auch, wie bei vielen anderen Modellen, optional die Rekord Monster Auspuffanlage, die allerdings hier ein neues Design hat. Man hat die Auspuffendrohre direkt übereinander angeordnet und nicht mehr so schräg. Optional gäbe es dann für die 696 Modelle, das sind nämlich übrigens die stärkeren Modelle mit 180 PS, noch eine Akrapovic Auspuffanlage. Wie sich aber die Rekord Monster Anlage anhört, werden wir natürlich heute in diesem Review auch noch erfahren. Schauen wir dem kurzen Abarth jetzt noch einmal ganz kurz in den Kofferraum hinein. Der öffnet manuell und das ist dann schon ein etwas erweitertes Handschuhfach, dass man hier noch so eine kleine Hutablage macht, finde ich ja recht witzig. Und umlegen können wir das Ganze dann hier manuell, das ist so ein bisschen eine Fummelarbeit, man drückt da drauf, kann es dann umlegen und wenn der Sitz nicht nach ganz hinten geschoben ist, dann fällt die natürlich auch schön flach um. Kann man auf alle Fälle
mal was einladen, wenn man dann vielleicht doch ein bisschen mehr Vino eingekauft hat oder ähnliches. Ich würde aber jetzt erst einmal für euch in den kleinen Italiener einsteigen und euch mal den Innenraum zeigen. Der Form halber sei natürlich geklärt, wir haben eine Rücksitzbank. Zwei Leute können dort prinzipiell sitzen. Meine Wenigkeit würde da sich irgendwie reinzwängen können, aber wir sind ja heute mal als Papa alleine unterwegs und aus dem Grunde sitze ich natürlich hier vorne in diesen Vollintegral-Sitzen mit dezent eingesticktem Abarth-Logo. Es gibt auch noch hier zusätzlich weitere Sportsitze von Sabel. Die sind allerdings, ja, sagen wir es mal so, für athletische Strukturen der Körpermaße gemacht. Mein Astralkörper, sage ich jetzt einfach mal, der passt hier in diese Vollintegral-Sitze doch ganz gut hinein. Schauen wir einmal dem Abarth hier übers Cockpit. Das ist durchaus von Fiat 500 Modellen ja natürlich sehr gut bekannt. Wir haben ein voll digitales Kombi-Instrument, welches jetzt bei den Abarth-Modellen zusätzlich um eine Ladedruckanzeige auf der linken Seite erweitert wurde. Das Multifunktionslenkrad kann dann mit dem am Lenkstockhebel befindlichen Knopf hier durch die Bordcomputer-Menüs durchgeswitcht werden. Da können wir dann uns diverse Anzeigen noch abrufen oder aber hier nochmal weitere Einstellungen vornehmen. In der Mitte haben wir dann ein kleines Display sitzen mit dem sogenannten U-Connect-System von Fiat bzw. Stellantis. Und hier haben wir die Möglichkeit, DAB-Radio zu hören oder unser Smartphone hier via Apple CarPlay oder Android Auto zu connecten für eine Freisprecheinrichtung oder Navigation mit CarPlay und Android Auto. Darunter drei Tasten, einmal für die Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte, die Warnblinkanlage und der Skorpion, der dann zusticht, sobald man eben hier drauf drückt. Dann haben wir ein geändertes Display hinter dem Lenkrad. Wir haben ein angespitztes Gaspedal und eine durchaus angestachelte Abgasanlage. Dann haben wir hier in der Mitte den Schalthebel für das 5-Gang-Schaltgetriebe untergebracht. Der liegt richtig gut in der Hand. Schaltwege sind kurz und knackig. Die Fensterheber haben wir hier. Eine Klimaautomatik ist hier optional verbaut. Und bei unserem Sondermodell haben wir hier eine matt schwarze Kunststoffverkleidung und das 500-Logo untergebracht. Noch ein Handschuhfach, was noch wirklich handschuhfachmäßig ist, nämlich recht klein. Und dann würde ich jetzt einfach mal sagen, ich drehe den Zündschlüssel im Zündschloss für euch einmal rum. Wir lauschen der Monster Abgasanlage und dann sehen wir uns zum Fahrbericht. Abarth 595 ist ein Spaßgerät und so muss man das Fahrzeug auch definitiv verstehen, denn er erwartet von euch da draußen sehr viele Kompromisse. Also Fahrkomfort eher nicht. Sehr kurze Federwege, eher holperiges Fahrwerk, also nicht unbedingt vielleicht für den Komfortfanatiker unter euch. Wenn man aber Spaß möchte und das soll der F595 ja bieten oder alle Abarth-Modelle, dann ist es genau das Richtige. Denn viel Fahrbahnkontakt, viel Rückmeldung, auch durch eine sehr mitteilungsfreudige Lenkung, direkte Lenkung und ein sehr, sehr gutes 1,4 Liter Vierzylinder-Turbo-Aggregat, was wir hier seit Jahren verwendeten,
haben. Und zwar 165 PS leistet das kleine Aggregat, hat 230 Newtonmeter maximales Drehmoment. Und wenn wir ihm dann die Sporen einmal geben dürfen, dann dreht der Motor extrem willig aus, hängt super gut am Gas, hat auch perfekte Anschlüsse mit dem 5-Gang-Schaltgetriebe, was sich sehr schön schalten lässt. Man kann den Wagen mit 6 Komma bewegen oder man fährt extrem spaßig. Dann sind 9 Komma auch gar kein Problem. Im Drittelmix, so wie ich ihn gefahren bin, lag er dann bei 7,5 bis 8 Litern. Das finde ich durchaus in Ordnung. Ja, wir haben hier auch kein extrem modernes Triebwerk, wir haben keine Start-Stopp-Funktion, wir haben jetzt hier nicht irgendwelche Energierückgewinnungsaktionen vorhanden oder Hybridisierungen. Das ist hier stink- und normal Brot- und Butter-Sache, Brot- und Butter-Technik, die hier noch verbaut ist, die schon seit Jahren erprobt ist. Deswegen funktioniert sie vielleicht auch so. Assistenzsysteme gibt es hier nicht, es sei denn, ihr seht eine Einpark-Piepser am Heck als Assistenz, dann ist die vorhanden. ESP gibt es, ABS gibt es, Airbags gibt es, all das Notwendige, aber kein Schnickschnack, kein Shishi. Und das ist das wirkliche Abarth-Erlebnis, was man eben so kaum noch wirklich bekommt. Aber hier wird es einem ja in der Reihenform kredenzt. Und ich lasse es mir jetzt noch kredenzen, habe noch ein bisschen Spaß mit dem Abarth und wir sehen uns gleich zum Fazit. So eine kleine Ausfahrt in so einem kleinen, spaßigen Italiener sorgt dann durchaus für ein Lächeln und ein erholtes Zurückkommen zur Familie und hat dann schon so ein bisschen was von einem kleinen Wellnessurlaub, den man dann so mal für ein paar Stunden genießen kann. Teuer ist das Ganze wie jeder Spa- und Wellnessurlaub grundsätzlich auch hier, denn so ein Abarth, ja, geht schon mal so bei rund 25.000 Euro ganz gepflegt los mit ein paar Extras. Unser Sondermodell hat damals 27.650 Euro gekostet und jetzt gibt es ihn ja nur als 595 mit dem F595 Paket und dann den gewissen Optionen kostet unser Testwagen, so wie er dann hier steht, rund 29.000 Euro. Das ist schon richtig happig für so ein kleines Spaßgerät. Auf der anderen Seite muss man sagen, das Auto ist sich stets treu geblieben, seiner Fangemeinde treu geblieben und sorgt weiterhin für aufsehenerregende Blicke, vor allem auch für akustischen Entertainment, sagen wir einfach mal. Und dafür sind dann 29.000 Euro Listenpreis natürlich akzeptabel in gewisser Hinsicht, vor allem wenn man so ein bisschen mal sich im Internet umschaut, da findet man dann sicherlich für sich auch ein passendes Angebot im anderen Preissegment oder im niedrigeren Preissegment. Wenn euch das Ganze natürlich jetzt gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr dem Ganzen hier ein Like dalasst, den Kanal abonniert, falls nicht schon getan und mir vor allem aber eure Meinung unten in die Kommentarbox zum Abarth F595 hinterlasst. Ich sage danke an Bernd fürs Filmen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und sage Tschüss und Servus, euer Ubi.